Hey Leute, Martin hier. Willkommen zurück zu Bioshock. Wir gehen jetzt hierhin und werden Steinman einen Besuch abstatten. Es ist auch Zeit, dass wir den Mann endlich persönlich kennenlernen. Und da haben wir immer noch den... Hören wir jedenfalls den Big Daddy irgendwo rumstapfen. Und ja, jetzt sind wir also wieder... hier in dem Raum mit dem Typen, der Granaten wirft, dann loswerfen machen. Komm. Na gut, dann nicht. Ja komm, wirf eine Granate, ich muss da durch, dankeschön. Okay, und direkt hier beim Rollstuhl haben wir ein Audiotagebuch. Lass wir uns gleich mal anhören. Heute habe ich mit der Göttin zu Mittag gegessen. Steinman, sagte sie. Ich bin hier, um dich von der Tyrannei des Gewöhnlichen zu befreien. Ich bin hier, um dir eine neue Art von Schönheit zu zeigen. Ich fragte sie, was meinst du damit, Göttin? Symmetrie, mein lieber Steinman. Es wird Zeit, dass wir etwas gegen die Symmetrie unternehmen. Na. Das hat ja nicht so gut geklappt, ne? Bam. Bam. Gut, genug rumgealbert. Ich verschwende schon genug Zeit, indem ich rumstehe und Nein, oh große Schönheitsgöttin! Er wird alles ruinieren! Schnapp ihn dir! Lass ihn von deinen Habilien in Stücke reißen! Ja, komm her, du blöder. Blöder Mist, Roboter. Komm her, Roboter. Hacken wir ihn mal. Und dann gehört er uns. Ich habe genug Geld, um das Ding direkt zu kaufen. Deswegen, jetzt gehört er uns. Wow. Wow, 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 wow. Hacken wir mal wieder normal. Nur noch ab und zu sehen, damit das ein bisschen... ja, gezeigt wird. Also hacken wir das Ding jetzt normal. Und zwar hier. Ah, hier haben wir eine neue Art von Röhre. Hier wird die Flüssigkeit langsamer durchfließen als normal. Was manchmal sehr hilfreich ist und einem echt viel Zeit abkauft. Okay, das Ding gehört uns. Wo sind wir auch? Kamera! Kamera! Oh mein Gott, das war knapp. Geh mal weg da, ich muss die Kamera kaputt kloppen. Dankeschön. Und dann haben wir hier einen Safe. Gucken, ob wir den normal hacken können. Anscheinend. Hier lang. Und dann... da und da. Okay. Und Flow. Sehr schön. Safe ist offen. Und da kriegen wir doch einige gute Sachen raus. Kasse. Eine Leiche, Bandagen. Gut, die Frage ist, war das alles? Das war alles, ne? Ein Safe. Liegen noch Bandagen. Brauche ich aber nicht. Okay. Hier haben wir eine Bahre. Und hier liegt ein Audiotagebuch, genau. Aphrodite geht durch die Gänge. Sie glänzt wie die Klinge eines Skalpells. Steinman, ruft sie. Steinman, ich habe, was du suchst. Du musst nur deine Augen aufmachen. Und wie ich die Augen öffne, schneidet sie mich in tausend wunderschöne Einzelteile. Ja, dieser Psychopath. Dem zu begegnen ist doch ein jedermanns Traum, oder nicht? Und wir werden ihn treffen. Alles voller Blut. Perfektion. Dort haben wir eine Medistation. Ich brauche gar keine Medipacks. Ich habe genug. Ich lade mal meine MG nach. Obwohl, nee, besser ist. Warum hat er jetzt die Waffe gewechselt? Ich wollte eigentlich nur Munition wechseln. Ich habe nur 3 Antipersonenkugeln. Das ist nicht sehr praktisch. Aber ich glaube, ich habe mehr Antipersonenkugeln für die Pistole. Ne, da habe ich auch nur eine.
Okay, also mit der MG. Was soll ich bloß mit der hier anfangen, Aphrodite? Sie hält einfach nicht still. Ich will doch, dass sie schön werden, aber es gelingt mir nie. Die hier, zu fett. Die da, zu groß. Jene, zu symmetrisch. Und das da? Was ist das, meine Göttin? Ein Eindringling. Er ist hässlich. 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 Hässlich! Ja, du bist auch hässlich, mein Freund. Okay, und damit beginnt der Endkampf gegen Steinman. Ein bisschen muss man aufpassen. Ah, Moment. So. Warum habe ich jetzt... Ah, ich hab die falsche Taste gedrückt. Komm her. Boom. Sehr gut. Sehr gut. Da liegen ein paar von diesen Dingern rum. Und damit geht Steinman relativ schnell. Sehr schön. Das war eigentlich nicht schwer und wir haben den Schlüssel. Oder auch langsam Zeit, dass sich jemand um diesen kranken Mistkerl kümmert. Vergiss Steinmans Schlüssel nicht und mach dich auf den Weg zurück zum Notzugang. Ich mach mich auf den Weg zur Rückseite vom Port Neptune. Wir schaffen es noch rechtzeitig. Okay. Ja, diese Szenerie hier mit der Leiche, die Steinman aufgeschlitzt hat, ist ja wohl, versteht sich von selbst, dass das so in der zensierten Version nicht ist. Die war nämlich am Leben, als wir da standen, aber normalerweise in der zensierten Version ist dieses Ding hier nicht, dieser Mensch hier nicht mehr am Leben gewesen. Aber nicht vergessen, sie zu untersuchen, denn sie hat ein Audiotagebuch bei sich. Die Naht hätten wir unfertig. Ich habe es hervorragend gelungen, Dr. Steinman. Doktor? Wissen Sie, wenn ich Sie jetzt so ansehe, ich habe gar nicht bemerkt, wie in Ihrem Gesicht alles hängt. Skalpell! Wie bitte? Skalpell! Doktor, ein Lifting ist bei ihr nicht vorgesehen. Wir schneiden nur hier ein wenig ein und... Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Doktor! Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Holen Sie den Leiter der Chirurgie! Den Chef der Chirurgie! Schnell! Ja. Steinman war bekloppt. Aber das ist ja kein Geheimnis mehr, ne? Gut. Der Endkampf ging relativ schnell. Was haben wir denn hier unten in dem überfluteten Gebiet noch rumliegen? Verbandskästen ohne Ende. Hier ist noch ein weiterer Safe. Und, oh cool. Ich stand auf der Schublade, die geöffnet wurde. Was haben wir hier? Okay. Gut. Ist hier in der Ecke irgendwas? Nein. Okay, gut, dann war es das. Wir haben den Schlüssel von Steinman und hier liegen eine Menge Verbandskästen, weil wir brauchen nicht einen einzigen davon. Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Okay, das wollte ich nicht. Hier geht's raus, genau. Okay. Hier haben wir ein paar Kisten. Ist hier was wir gebrauchen können? Oh ja, eine Eve-Spritze. Schön. Und haben wir hier noch was drin? Munition oder so? Nein. Schön. Okay. Das war dumm, durchs Wasser zu laufen, meine Liebe. Denn ihr seid jetzt alle tot. Und das hat euch nicht so viel gebracht. Oder? Da bringt es irgendwie nichts, da hochzugehen, weil, aha. Ja, wir kriegen manchmal solche Flashbacks. Und ja, der Tunnel ist eingestürzt. Super toll. Aber okay. Oh, jemand hat für uns einen Big Daddy aus dem Weg geräumt. Nur du und ich. Und all das leckere Adam, das ich trinken kann. Halte dich fest!
dich von ihr fern oder du bekommst die nächste Kugel ab. Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Bitte tu ihm nicht weh. Hast du kein Herz? Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne dass Adam, dass diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tenenbaum? Hier, es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir, ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. Ja, die Little Sisters. Ein wichtiger, moralischer Aspekt in diesem Spiel. Beuten wir diese Little Sisters aus und holen wir uns 160 Adam. Oder retten wir sie und holen uns nur 80 Adam. Aber dafür retten wir sie. Wenn wir sie ausbeuten, sterben sie. Wenn wir sie retten, bekommen wir irgendwann von Tenenbaum etwas. Je nachdem, ob man sie rettet oder ausbeutet, gibt es verschiedene Enden. Also alle ausbeuten schlechtes Ende. Ja, ich weiß es. Alle ausbeuten schlechtes Ende. Manche ausbeuten, manche retten mittleres Ende und alle retten gutes Ende. Und wie die meisten, die dieses Spiel spielen, bringe ich es nicht übers Herz, dieses Ding jetzt zu töten. Und werde auf das gute Ende abzielen und alle Little Sisters retten. Nein. Doch. Danke, Mister. Danke. Der Weg der Gerechten ist nicht immer der einfachste, verstehst du? Aber du wirst den Lohn dafür erhalten. Hab Geduld. Zeit für die Eier, süßer Engel. Tenenbaum hält dich zum Narren. Diese Dinger sehen zwar aus wie kleine Mädchen, aber das ist auch schon alles. Zu überleben brauchst du so viel Adam, wie du kriegen kannst. Wenn du wieder mal auf so einen Gatherer's Garden-Automat stößt, nimm auf jeden Fall wieder ein und im Zweifel das Miete mit. Aber natürlich nur, wenn der Preis natürlich zu hoch ist. Ja, und das werden wir auch tun, aber erst hören wir uns dieses Audiotagebuch an. Diese kleinen Mädchen sind nicht nur echte Adam-Fabriken, sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Sie unterhalten eine symbiotische Beziehung zu den ihnen implantierten Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt, stirbt der Wirt. Wie du siehst, hat das nichts mit Mord zu tun, sagte Tenenbaum. Es ist eher so, als würde man bei einem Koma-Patienten die Beatmung einstellen. Ja, diese Schnecken, die enthalten das Adam, was ja dieses genmanipulierende Zeug ist. Und werden auch später noch, wird auch später in ein paar Audiotagebücher noch drauf eingegangen, aber gehen wir mal an diesen Gatherer's Garden. Wir haben jetzt leider nur 80 Adam eingesammelt, deswegen werde ich mich nur mit dem Gesundheits-Upgrade begnügen und den Rest erstmal warten lassen. Aber wir werden noch viel mehr Adam einsammeln und das Ganze wird sich am Ende lohnen. Weil wir kriegen nicht nur noch zusätzliches Adam, wenn wir alle Little Sisters retten, sondern auch verschiedene Geschenke, die sehr nützlich sind. Also ein weiterer Anreiz, den guten Weg in diesem Spiel einzuschlagen. Ich versteck mich doch nicht, ich lauf mit... Du läufst von mir davon. Meine Güte. Aber ja, wir sind wieder im Medical Pavilion. Und, haben eigentlich soweit alles, als dass wir sagen können, wir können den Medical Pavilion verlassen. Und das werden wir dann beim nächsten Mal auch tun. Du bist nun soweit. Es ist Zeit für dich, es mit einem der Big Babys aufzunehmen. Es wird kein Zucker schlecken, aber nur so kommst du an die Little Sister, sag. Und an das Adam, das sie bei sich tragen. Ja, wir werden doch noch nicht in den nächsten Abschnitt gehen beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal werden wir es mit einem Big Daddy aufnehmen. Panzerbrechende Pistolenkugeln sind nicht schlecht. Schrot ist nicht schlecht. Ja, und dass ich 9 Verbandskästen habe, ist auch nicht gerade schlecht. Also, beim nächsten Mal unser erster Kampf mit einem Big Daddy. Bis dahin macht's aber gut und haut rein.